Mona Lisa, das berühmteste Gemälde der Welt. Am 21. August 1911 geschieht im Herzen des Pariser Louvre das Unfassbare. Ein Unbekannter bringt Leonardo da Vincis Meisterwerk in seinen Besitz. Vorbei an den Ikonen der Kunstgeschichte verschwindet das Bild der Bilder. Doch nach zwei langen Jahren taucht die geheimnisvolle Dame wieder auf. Mit ihr der Dieb und seine rätselhafte Geschichte. Paris, 1996. Der renommierte Kunsthistoriker und Journalist Jérôme Cognard erhält den Auftrag, ein Buch über die wahre Geschichte des spektakulären Kunstdiebstahls zu schreiben. Es ist ein Kindheitstraum von mir gewesen, mich voll und ganz mit dem mysteriösen Raub der Mona Lisa zu beschäftigen. Und nun konnte ich endlich anfangen, ihn mir zu erfüllen. Cognard beginnt seine Recherche am Ort des Geschehens. Viel hat sich im Louvre verändert seit 1911. Der größte Kunsttempel der Welt ist modern geworden. Eins jedoch ist unverändert: die magische Ausstrahlung der Mona Lisa. Was macht dieses Bild so einzigartig? Ist es die besondere Art, in der die Frau dargestellt ist? Ist es die Frau selbst? Der Mythos vom rätselhaften Lächeln? Oder war der Dieb Mona Lisa verfallen, wie so viele Menschen, vor und nach ihm? Die Mona Lisa ist wahrscheinlich das berühmteste Gemälde der Welt. Das war nicht immer so. Sie wurde im 19. Jahrhundert von Kunstschriftstellern der Romantik entdeckt und beschrieben. Man hat versucht, ihr Geheimnis zu entschlüsseln. Dieses geheimnisvolle Lächeln, das uns seit einem halben Jahrtausend anblickt und das so viel zu enthalten scheint, was sich schwer deuten lässt. Doch je mehr man versucht, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln, desto mehr neue Fragen tauchen auf. Seit dem Raub gibt es eine neue, eine an den Grundfesten rüttelnde Theorie. Die Mona Lisa, die in den Louvre zurückgekehrt ist, ist eine Fälschung. Schauen wir in die Augen einer Betrügerin? Jérôme Cognard nimmt die Spur im Pariser Pressearchiv auf. Hier liegen fast alle französischen Zeitungsausgaben der Jahrhundertwende vollständig archiviert. Die Ausbeute ist verblüffend. Der Raub war eine der ersten Pressesensationen der Geschichte. Ab dem 23. August 1911, also zwei Tage nach dem Raub, überschlagen sich die Nachrichten. Schnell ist von ersten Ermittlungserfolgen der Polizei die Rede. Der Louvre, am 22. August 1911. Im Personaltreppenhaus finden Polizeibeamte den prächtigen Rahmen, der kurz zuvor noch die Mona Lisa schmückte. Auch die Glasplatte, die vor wenigen Wochen zum Schutz des Meisterwerkes angefertigt wurde, ist unversehrt. Die Polizei wendet die modernsten Ermittlungsmethoden der Zeit an. Da ist es ja. Und sie werden fündig. Da der Fingerabdruck beim Herausdrücken des Bildes aus dem Rahmen entstanden sein muss, kann die Polizei sicher sein, dass es sich um den Abdruck des Täters handelt. Trotz des enormen Drucks, dem die Polizei durch Journalisten und Öffentlichkeit ausgesetzt war, war sie nicht in der Lage, einen gewöhnlichen Dieb zu fangen, der sogar noch seinen Fingerabdruck auf der Glasscheibe hinterließ. So wurde es jeden Tag in allen Zeitungen angeprangert. Die Polizei ist unfähig und hat keine Spur.
Im Louvre klafft eine Wunde. Doch nach einer Woche öffnet das Museum wieder für Besucher. Und sie kommen. Mehr als je zuvor. Ganz Paris trauert. Die nackte Wand wird zum Wallfahrtsort. Spätestens jetzt ist die Mona Lisa weltberühmt. Hunderte von Artikeln findet Jérôme Coignard. Ohne konkrete Hinweise der ratlosen Polizei stützen sich die Journalisten 1911 auf reine Vermutungen. Es dauert nicht lange, bis die Presse den Erbfeind Deutschland verdächtigt, im Fall Mona Lisa die Finger im Spiel zu haben. Zeugen wollen zudem Wochen vor dem Diebstahl einen Deutschen im Louvre beobachtet haben, der sich immer wieder in der Nähe der Mona Lisa aufhielt. Deutsche Kriegsschiffe vor Agadir. Wilhelm II. Setzt Frankreich unter Druck. Deutsche Soldaten sollen in Marokko landen, weil Frankreich das Land besetzt und deutsche Interessen verletzt hat. Die französische Presse vermutet nun, Wilhelm II. Habe persönlich den Diebstahl der Mona Lisa angeordnet, um ein Druckmittel zu haben. Im Zeitungsarchiv kommt Coignard nicht weiter. Es ist kaum möglich, Propaganda und Wahrheit auseinanderzuhalten. Im Pariser Polizeiarchiv hofft er, auch mehr Anhaltspunkte über den geheimnisvollen Deutschen zu finden. Die Aktenberge sind kaum überschaubar. Die Ermittlungen im Fall Mona Lisa sind die aufwendigsten, die die französische Polizei bis zu diesem Zeitpunkt geführt hat. Selbst die deutschen Behörden werden umgehend um Amtshilfe gebeten. Dann endlich, 5 Wochen nach der Tat, erhält die Polizei ein Telegramm. Ein holländischer Privatdetektiv ist auf eine heiße Spur gestoßen. Die sogenannte Pinon-Bande bietet die Mona Lisa an. Gent, Belgien, 7. Oktober 1911. 2 französische Ermittler geben sich als junger, reicher Amerikaner und sein Dolmetscher aus. Wir sind verabredet. Kommen Sie. Als Kunden getarnt wollen sie herausfinden, ob die Kunsträuber und Fälscher wirklich die Mona Lisa haben. Der Chef kommt gleich. Mein Mann holt ihn ab. Wein? Ist dieser Mann Pinon? Oder vielleicht sogar der geheimnisvolle Deutsche? Entschuldigen Sie, mein Chef will noch nicht mit Ihnen reden. Die ganze Aufregung um die Mona Lisa ist einfach noch zu groß. The picture of Mona Lisa is to be. Ich habe Ihnen was anderes mitgebracht. Ein Jordans. Auch aus dem Louvre. Ich glaube, Mrs. Smith hatte sich klar ausgedrückt. Er will die Mona Lisa und das schnell. Er wird in England mit dem Bild erwartet. Die Mona Lisa ist natürlich viel teurer als der Jordans. How much? 150.000 Francs. 120.000. In 4 Tagen. Vergessen Sie das Geld nicht. Dann geschieht eine fatale Panne. Eine Zeitung hat Wind von den Ermittlungen bekommen und veröffentlicht die Geschichte. Die Mona Lisa. Die Polizei wähnt sich ihr so nah. Nun scheint sie weiter weg als je zuvor. Die Pinon-Bande lässt nichts mehr von sich hören. Erst einmal. Im Polizeiarchiv arbeitet Coignard die Akten weiter durch. 1912 stellt die Polizei die Ermittlungen ein. Die Mona Lisa gilt als unwiederbringlich verloren. Dann kommt 1913 eine Nachricht aus Italien. Perugia. Der Dieb ist gefasst. Ein einfacher italienischer Arbeiter soll es gewesen sein. Polizisten stürmen die Wohnung des Verdächtigen in Paris. Die italienischen Behörden haben die Adresse weitergegeben. Unvorstellbar, dass in dieser kleinen Wohnung, wenige Kilometer vom Louvre entfernt, das wertvollste Bild der Welt versteckt worden sein soll. Doch wer ist dieser Mann, der hier in ärmlichen Verhältnissen wohnt? Kann er wirklich der Meisterdieb sein? On découvre des documents. Sie fanden bei ihm ein interessantes Notizbuch. Darin war eine Liste bekannter internationaler Kunsthändler, Sammler und amerikanischer Millionäre. Hat Vincenzo Perugia im Auftrag dieser Millionäre den Raub der Mona Lisa begangen?
In den USA boomt die Wirtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Neureiche Tycoons wie Rockefeller sehnen sich nach dem Glanz der alten Welt und kaufen Kunstwerke aus Europa en masse. Der gierigste von allen ist Eisenbahnkönig J.P. Morgan. Wäre mir die Mona Lisa angeboten worden, lässt er verlauten, hätte ich sie gekauft und an Frankreich zurückgegeben. Die Polizei findet noch einen weiteren Namen in Perugias Notizbuch. Den einer jungen Frau aus dem Elsass. Ihr Name ist Mathilde Deutschmann. Und Sie waren bekannt mit Vincenzo Perugia. Was ist Ihnen aufgefallen? Bekannt. Wir waren nicht lange bekannt. Er war immer sehr verschwiegen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, er hatte so eine Kiste in seiner Wohnung. Was hast du da eigentlich in deiner geheimnisvollen Kiste? Hey, was interessiert dich das? Du mit deiner Geheimniskrämerei. Stell dich nicht so an. Bis dann. Hier wird Vincenzo Perugia verhaftet. Jérôme Cognat kommt in die Stadt, um direkt vor Ort zu erfahren, welche Motive dieser Mann hatte. Im Geburtsort der Renaissance bekommt Leonardo da Vinci 1503 den Auftrag, die Anghiari-Schlacht im berühmten Palazzo Vecchio zu malen. Zur selben Zeit soll er auch die Arbeiten an der Mona Lisa begonnen haben. Doch wer war diese mysteriöse Frau? War sie eine reale Person oder nur ein schönes Idealbild? Leonardo hinterließ über all seine Arbeiten Skizzen und Notizen. Nur über die Mona Lisa verlor er nie ein Wort. Bis heute ist die wahrscheinlichste Deutung die, dass es sich tatsächlich um Mona Lisa, die Gattin des Francesco del Giocondo, handelt. Und dass vielleicht ihr berühmtes Lächeln nichts anderes ist als eine Anspielung auf den Namen, dass die Gioconda eben heiter ist und lächelt und uns mit diesem Lächeln bis heute verzaubert. Die Dame Lisa, auf Italienisch Mona Lisa, wahrscheinlich die Frau des reichen florentinischen Seidenhändlers Giocondo. Im Staatsarchiv von Florenz hofft Cognat, Originaldokumente zu finden, welche die wirklichen Absichten des Täters offenbaren. Und er sucht nach versteckten Hinweisen auf mögliche Auftraggeber. Und Cognat wird fündig. Er entdeckt einen Brief vom 29. November 1913 an den Florentiner Kunsthändler Alfredo Geri. Perugia bietet darin vorsichtig die Mona Lisa an und unterzeichnet mit Leonard. Perugia hatte Geri die Mona Lisa angeboten und der war auch interessiert. Denn Geri wollte das Bild weiter an die Uffizien verkaufen. Deshalb wandte er sich wohl auch an den Direktor Giovanni Poggi, doch der lehnte ab. Und so einigten sich beide darauf, die Polizei einzuschalten, um die Belohnung zu kassieren. Ein Telegramm an den Kunsthändler Geri vom 9. Dezember 1913. Ankunft Florenz. Morgen Leonard. Cognat überrascht die Dreistigkeit, mit der er den Kunsthändler überrumpelt. Nicht weit vom Dom entfernt bezieht der ominöse Leonard, alias Vincenzo Perugia, ein Zimmer im Hotel Tripoli. Am Vormittag des 12. Dezember 1913 führt er Kunsthändler Geri und Uffiziendirektor Poggi zu einer Holzkiste. Der Direktor der Uffizien rechnet damit, eine der schlechten Fälschungen vorgesetzt zu bekommen, die ihm seit dem Verschwinden der Mona Lisa vor mehr als 2 Jahren schon mehrfach angeboten worden sind. Endlich kann ich die berühmte Florentinerin
ihre Heimatstadt zurückgeben. La Gioconda. Ohne Expertise können wir Ihnen das Bild natürlich nicht abnehmen. Wir müssen es mitnehmen und prüfen lassen. Das ist hoffentlich kein Problem für Sie. Nein, solange es bei der verabredeten Summe bleibt. Perugia verlangt 500.000 Lire. Heute etwa 1,5 Millionen Euro. Die Uffizien im Herzen von Florenz. Im Büro des Museumsdirektors Giovanni Poggi soll die Mona Lisa, auf Italienisch Gioconda, auf ihre Echtheit überprüft werden. Sehen Sie hier den Malrand. Den bekommt die Kopisten und das Publikum normalerweise nicht zu sehen. Er verschwindet hinter dem Rahmen. Und sehen Sie hier diesen 119 mm langen Riss. Auf den meisten veröffentlichten Fotos der Gioconda wurde er wegretuschiert. Es dürfte sehr schwierig sein, einen Riss genau in derselben Form zu reproduzieren. Der Riss wurde wahrscheinlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch das Einlassen von zwei Schwalbenschwänzen stabilisiert. Der Stempel des Louvre MR, Musées Royal, beweist das. Und die Katalognummer 316 auch. Leonardo malte in einer neuartigen Technik, dem Sfumato. Mit Seitenpinseln trug er die Farbe so dünn auf, dass keine Pinselstriche zu erkennen sind. Diese Technik und die ungewollten Krakelüre, die feinen Trockenrisse der Farbschicht, machen das Bild praktisch unfälschbar. Aber erst durch eine andere, neuartige Technik wurde dies überprüfbar, die Fotografie. Nur wenige Wochen vor dem Raub war die Mona Lisa abgelichtet worden. Cogna kann kaum glauben, wie naiv Perugia gewesen sein soll. Denn während Poggi und Geri die Polizei verständigt haben, wartet er vertrauensselig in der Via Panzani im Hotel Tripoli auf seine 500.000 Lire. Vor halb acht scheint es soweit zu sein. Perugia denkt, dass ihn nur noch wenige Schritte vom ersehnten Reichtum trennen. Signore Leona, ich verhafte Sie wegen schweren Raubes. Der Polizeichef von Florenz, Tarantelli, führt die Verhaftung persönlich durch. Und in der Questura, dem Polizeipräsidium von Florenz, wird es zu einem erstaunlichen Geständnis kommen. Jérôme Cognat findet in den Unterlagen des Florentiner Staatsarchivs das originale Verhörprotokoll. Perugia ist am Tage seiner Verhaftung 32 Jahre alt und lässt alles gelassen über sich ergehen. Der Fingerabdruck, den Perugia hier abgibt, erweist sich schnell als identisch mit dem, den die französische Polizei zwei Jahre zuvor auf dem Glas des Rahmens im Louvre entdeckt hat. Name? Perugia. Vincenzo. Geboren? Geboren am 8. Oktober 1881 in Domenza, Provinz Como. Domenza. Ein Dorf in den Ausläufern der Alpen, nur einen Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.
Hier haben die Menschen schon seit Generationen vom Schmuggel gelebt oder sich als Arbeiter in Frankreich durchgeschlagen. Peruccias Enkel wohnt heute noch in dem Haus, in dem sein Großvater einst geboren wurde. Für die erste Generation meiner Familie bedeutete der Diebstahl eine große Schande. Es waren einfache und strenggläubige Menschen. Orthodosse, se vogliamo. Beruf? Anstreicher. Eher Dekorationsmaler. Ich habe mich auch mit Malerei beschäftigt. Geben Sie zu, am 21. August des Jahres 1911 im Louvre zu Paris die Gioconda gestohlen zu haben? Ja. Warum haben Sie das Gemälde gestohlen? Ich fand es als Demütigung, dass man dieses Meisterwerk als Beutestück aus unserem Land weggeschleppt hat. Als ich eines Tages davor stand, dachte ich, es wäre doch eine schöne Tat, dieses Bild Italien wiederzugeben. Peruggia stellte sich als äußerst gerissener Mann heraus. Er gab sich als Patriot aus, was zu dieser Zeit sehr populär in Italien war. Er sagte, ich wollte das Meisterwerk unseres Vaterlandes wieder zurückbringen. Aber die Wahrheit sah, denke ich, anders aus. Schildern Sie den Tathergang. 7 Uhr morgens kam ich am Louvre an, mit meinem weißen Kittel. Ohne Schwierigkeiten bin ich durch den Mitarbeitereingang auf der Seine-Seite gekommen. Ich durchquerte den Salle du Manège, ging die große Treppe hinauf. Fast 2 Jahre lang hat Peruggia als Hilfsarbeiter einer Glaserei im Louvre gearbeitet. Er war dafür zuständig, die Schutzverglasungen der berühmtesten Bilder herzustellen. Deshalb kennt er die Räume wie seine Westentasche. Der 21. August 1911 ist ein Montag und da ist das Museum für Besucher geschlossen. Nur 10 Wärter haben im gesamten Louvre Dienst. Auf dem Weg zum Salon Carré, in dem die Mona Lisa hängt, begegnet ihm kein Mensch. Peruccia verschwindet im Personaltreppenhaus und nimmt die Mona Lisa mit geübtem Griff aus ihrem Rahmen. Schließlich habe er jahrelang solche Verglasungen eingesetzt, gibt er zu Protokoll. Schnell schaut er, ob die Luft am Personalausgang rein ist und macht eine fatale Entdeckung. Die Tür ist verschlossen und er hört Schritte. Geistesgegenwärtig entfernt er den Türknauf. Und der Klempner Sauvé streift fast die Gioconda, ohne sie zu bemerken. Nichts zu tun? Warte, dass endlich mal jemand aufschließt. Schlamperei. Hat jemand geklaut? Das Unglaubliche geschieht. Ein Angestellter des Louvre schließt dem Dieb die Tür auf. Mein Großvater besaß die typische Schlauheit der Leute aus den Bergen. Dabei war er nicht sonderlich gebildet, hatte nur die Grundschule besucht. Der Weg ist frei. Eingewickelt in einen Arbeitskittel verlässt die Ikone der Renaissance den Louvre. Einen Tag später findet die Polizei den Türknauf, dem Peruggia seine Flucht verdankt. Peruggia gibt zu Protokoll, dass er an diesem heißen Sommermorgen mit der Mona Lisa direkt in seine Wohnung gegangen sei, in der Rue de l'Hôpital Saint-Louis, nur 2,5 Kilometer vom Louvre entfernt. Größter Moment in Peruggias Leben.
Er gibt zu Protokoll: Lange habe ich mir das göttliche Gesicht der Gioconda ganz aus der Nähe angeschaut. Je me rends dans cette petite rue, dans cette petite maison. Wenn ich mich an diesen Ort versetze, das kleine Haus und das winzige Arbeiterzimmer von 1911, denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Die Mona Lisa soll in diesem Elend aufbewahrt worden sein? Coignard findet heraus, dass Perugias patriotische Beteuerungen auf fruchtbaren Boden fallen. Ein italienisches Gericht verurteilt ihn zu nur 7 Monaten und 9 Tagen im Gefängnis delle Murate. Später geht Perugia sogar erneut nach Frankreich. Die Rückgabe der Mona Lisa wird den Franzosen per Telegramm mitgeteilt. Im Januar 1914 kehrt sie zurück, obwohl die Stimmung in der italienischen Bevölkerung dem entgegensteht. Coignard beschäftigen nur 2 Fragen. Ist die echte Mona Lisa nach Frankreich heimgekehrt? Und hat Perugia wirklich auf eigene Faust gehandelt? Ein Zeitungsausschnitt aus den 30er Jahren liefert Coignard eine neue Spur. Der amerikanische Journalist Karl Decker will den wahren Auftraggeber Perugias interviewt haben, den geheimnisvollen Marquis de Valfierno. Die Valfierno-Geschichte erschien fantastisch. Ich musste sie überprüfen, denn falls sie tatsächlich stimmen sollte, würde sie alles erklären. Ich reiste also nach Washington, wo Karl Decker gearbeitet hat. Die Spur führt in die USA, nach Washington D.C. Karl Decker leitete hier das Büro des New York Journal, dem Flaggschiff des Verlegers Randolph Hearst. Karl Decker war einer seiner erfolgreichsten Autoren. Als sein Enthüllungsbericht erschien, nannte ihn die Los Angeles Times die plausibelste bisher gegebene Erklärung für den seltsamen Diebstahl der Mona Lisa. In der Library of Congress lagern Millionen von Zeitungen, die ältesten noch vor der Unabhängigkeitserklärung der Staaten gedruckt. Ein hartes Stück Arbeit, denn Coignard kennt nicht das Erscheinungsdatum der Zeitung, in der Deckers Artikel erschien. Coignard durchforscht die Mikrofilme ab 1911. Er findet viel über die Mona Lisa, aber nicht das, was er sucht. Nach einigen Tagen und Hunderten von Dokumenten stolperte ich endlich über einen Artikel aus der Saturday Evening Post aus dem Jahre 1932. Da war er endlich. Der Artikel besteht aus einem Interview, das Karl Decker mit dem Marquis de Valfierno geführt haben will, der, wenn man dem Interview trauen kann, einen genialen Plan ausheckte. Valfierno, der sich als argentinischer Adliger ausgibt, soll versucht haben, Perugia zu überzeugen, die Mona Lisa zu stehlen. Hast du dich entschieden? Es ist deine patriotische Pflicht. Ja, ich mache es. Das Bild versteckst du bei dir zu Hause. Und wenn Gras über die Sache gewachsen ist, hole ich es ab. Den Rest bekommst du dann. Ist die Geschichte eine Erfindung des sensationslüsternen Reporters Decker? Karl Decker war ein seriöser Journalist. Er schrieb sicherlich keine erfundenen Geschichten. Er berichtete vor allem über die aktuellen Ereignisse jener Zeit. Valfiernos Plan ist brillant. Decker beschreibt ihn in allen Details. Noch vor dem Raub habe er von einem Fälscher 6 Kopien der Mona Lisa anfertigen lassen. Diese soll er nach Amerika verschifft haben. Dort sollen sie in einem Tresor gelegen haben, bis sich die Schlagzeilen über den Raub der Gioconda überstürzten. Dann soll er jede einzelne Kopie als gestohlenes Original verkauft haben.
für umgerechnet 60 Millionen Dollar. Die echte Mona Lisa brauchte er dazu nicht. Bei Perugia hat er sich nie mehr gemeldet. Eine fantastische Geschichte. Cognard muss sie überprüfen. Wenn man die sechs Mona Lisas finden würde und sie ans Tageslicht brächte, würde dies Karl Deckers Geschichte bestätigen. Cognard weiß, dass um 1900 amerikanische Selfmade-Millionäre so viel alte Kunst kauften wie möglich. Darunter auch viele Fälschungen. Später wurden aus den privaten Sammlungen meist Museen. Cognard bleibt nichts anderes übrig, als alle Museen, die eine Sammlung alter italienischer Meister haben, anzurufen und nach Kopien der Mona Lisa zu fragen, die um 1911 nach Amerika kamen. Eine schwierige Aufgabe. Wer gibt schon gerne zu, dass er Besitzer einer Fälschung ist? Er hat Glück. Do you have one? Baltimore. Das Walters Art Museum in Baltimore ist eigentlich nichts anderes als die Privatsammlung des Eisenbahnmagnaten Henry Walters, der Anfang des 20. Jahrhunderts ganze Gemäldesammlungen von Europa nach Amerika verschiffen ließ. Für Cognard also eine vielversprechende Adresse. Es war wunderbar. Fast hätte ich geweint. Da war sie also, direkt vor mir. Ist dies wirklich eine der sechs genialen Valfierno-Fälschungen der Mona Lisa? Der Hintergrund ist so komponiert wie das Gemälde im Louvre, ist aber längst nicht so detailreich ausgeführt. Der Sinn für das Sfumato, den feinen Pinselstrich, der Sinn für Atmosphäre, ist hier eher grob. Das spricht für eine Fälschung. Es ist auf Leinwand gefertigt und nicht auf Holz wie Leonardos Mona Lisa. Aber was bedeutet das? Jérôme Cognard gelingt es, eine Röntgenuntersuchung des Bildes durchführen zu lassen. Das Ergebnis ist eine Überraschung, denn unter der Mona Lisa taucht ein zweites Gesicht auf. Das Röntgenbild ist faszinierend. Es zeigt die heilige Veronika mit dem Schweißtuch. Eine ganz traditionelle Komposition, aber sie ist auf den Kopf gedreht. Zu Leonardos Zeiten war Leinwand teuer und so wurden Bilder oft übermalt. Aber auch Fälscher benutzten später gerne alte Leinwände, um den Eindruck eines sehr alten Kunstwerks zu erzeugen. Stammt dieses Gemälde aus der Zeit Leonardos? Nein, es ist nicht aus der Zeit. Das Bild darunter, also das erste Bild, ist die heilige Veronika mit dem Schweißtuch. Eine Kopie nach Vouet, das Original von 1630. Die darüber gemalte Mona Lisa muss also jüngeren Datums sein als 1630. Das heißt, sie könnte auch erst Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sein. Cognard erhält die Erlaubnis, im Museumsarchiv nach Anhaltspunkten zu suchen, ob Henry Walters die Mona Lisa wirklich 1911 erworben hat. In einer alten Akte findet er das Foto einer Ausstellung von 1909. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Mona Lisa. Zu früh. Zu diesem Zeitpunkt hängt das Original noch im Louvre, unangetastet.
Am Ende habe ich keine einzige Spur der sechs Mona Lisas gefunden. Meine Schlussfolgerung? Deckers Geschichte ist falsch, weil Fiano Fiktion. Ich musste also zurück nach Europa. Paris. Cognard ist fest davon überzeugt, dass Perugia einen Auftraggeber gehabt hat. Alleine wäre er niemals auf die Idee gekommen, seinen Diebstahl als patriotische Heldentat auszugeben. Es muss also einen Hintermann gegeben haben. Im Nationalarchiv von Paris nimmt er die Fährte wieder auf. Sein Plan ist, nach neueren Artikeln zu suchen, die nach Perugias Verhaftung erschienen. Die Berichterstattung im Fall Mona Lisa lässt nach der Rückgabe des Bildes schnell nach und andere Themen beherrschen die Schlagzeilen. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Europa versinkt in Schützengräben. Am 23. Mai 1915 tritt Italien auf Seiten der Entente trotz eines Bündnisses mit Deutschland in den Krieg ein. Cognard findet heraus, dass sich Perugia genau zu dieser Zeit bereit erklärt, dem französischen Journalisten Georges Prat alle offenen Fragen zum Raub der Mona Lisa zu beantworten. Sind Sie schon mit dem Vorsatz nach Frankreich gekommen, um die Mona Lisa zu stehlen? Oder wie fing das an? Im Herbst haben wir mit den Arbeiten im Louvre begonnen und mir fiel unter den Besuchern bald ein Stammgast auf. Sind Sie Franzose? Nein. Italiener. Ah. Das sind wir Verbündete. Ich bin Deutscher. Hier. Nehmen Sie. Und trinken Sie was Anständiges. Was wollte er von Ihnen? Ja, ich hatte erst überhaupt keine Ahnung. Von da an kam er fast täglich zu mir. Ihnen als Italiener muss doch das Herz bluten, wenn Sie all diese Bilder sehen, die die Franzosen aus Ihrem Land gestohlen haben. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hier, die Mona Lisa ist fast 100 Millionen wert. Wenn Sie die nach Italien zurückbrächten, würden Sie als Held gefeiert. Ganz zu schweigen von dem viel Geld, das Sie bekämen. Ein einfacher Arbeiter, der im Louvre angestellt ist, kann doch nicht einfach ein Bild von der Wand nehmen und nach Italien bringen. Ich will mich sofort verhaften. Er erklärte mir damals ganz offen seine Rolle. Er war Deutscher in hoher Position und Deutschland würde mir helfen, das Gemälde an Italien zurückzugeben. Als ich die Gioconda aus dem Louvre entfernt hatte, dachte ich, dass wir sehr schnell zurück nach Italien gehen würden. Zweieinhalb Jahre lang habe ich gewartet. Nie aufgetaucht. Ob Perugia in diesem Interview die Wahrheit gesagt hat, lässt sich heute schwer bewerten. Ich würde es aber für nicht ausgeschlossen halten. Interessant ist jedoch die Situation, in der dieses Interview entstand, damals im Juli 1915. Zwei Monate vorher war Italien auf der Seite Frankreichs in den Weltkrieg eingetreten. Die Italiener waren jetzt für Frankreich, plakativ gesprochen, die Guten. Und sie kämpften gemeinsam mit den Franzosen gegen die Bösen, gegen die Österreicher, gegen die Deutschen. Steckt doch, wie die französische Propaganda gleich nach dem Raub vermutete, ein Deutscher hinter dem Diebstahl? Der Journalist Prat bezeichnet ihn in seinem Artikel als Agent Provocateur, als einen Spion, der in Frankreich Unruhe stiften sollte. Die Spur führt nach Berlin. Hier will sich Cognard Klarheit verschaffen. Hat am Ende doch der deutsche Kaiser persönlich den Befehl zum Raub des Nationalschatzes aus dem Louvre gegeben, um Frankreich zu demütigen? Cognard hofft, im Archiv des Auswärtigen Amtes fündig zu werden. Frankreich hatte Deutschland, wie andere Nachbarländer auch, sofort nach dem Raub um Amtshilfe gebeten.
Das weiß Cogna aus Paris. Er sucht stundenlang vergeblich nach Informationen über den Einsatz von Agent Provocateur in Frankreich. Mehrere Aktenordner beschäftigen sich mit der Mona Lisa, viel mehr als er vermutet. Eine Akte erregt Cognas Aufmerksamkeit besonders. Die Überwachungsprotokolle verdächtiger Personen. Hier trifft er auf alte Bekannte. Rosenberg Otto, Bildhändler israelitischer Religion, geboren am 19. September 1868 in Köln. Ist das der Mann, dessen Name Perugia nicht preisgeben wollte? Er ist hier geboren, er hält sich auch ab und zu hier auf. Er verkehrt in Spielerkreisen, gilt als Falschspieler, Betrüger in Gemälden, Teppichen, als Hochstapler, auch als Kuppler und Mädchenhändler. Otto Rosenberg scheint der Auftraggeber in hoher Position gewesen zu sein. Und Cogna findet noch einen weiteren bekannten Namen. Studermann Platz 1 kennt Rosenberg, hält ihn für einen Betrüger. Er hat ihn oft mit Pinon zusammen gesehen. Hier taucht die berüchtigte Pinon-Bande wieder auf, die die französische Polizei schon am Anfang im Visier hatte. Trauen dem Rosenberg den Diebstahl der Mona Lisa zu. Sie halten ihn für einen Menschen, der zu allen Schlechtigkeiten fähig sei. Rosenberg hat also nicht für das Deutsche Reich, sondern für eine Gangsterbande gearbeitet. Die Akten haben Erstaunliches preisgegeben. Vincenzo Perugia hat den größten Raub aller Zeiten doch nicht ausgeheckt. Sondern es war ein verschlagener Krimineller aus Köln namens Otto Rosenberg. Cogna kehrt zurück nach Paris. Zurück in den Louvre, wo das berühmteste Bild der Welt seit dem 4. Januar 1914 wieder ausgestellt ist. Doch eine Frage ist für ihn immer noch offen. Ist damals die echte Mona Lisa aus Italien heimgekehrt? Oder hängt im berühmtesten Museum der Welt die berühmteste Fälschung der Welt? Im Jahr 2004 führt der Louvre eine spektakuläre Untersuchung durch. Der erste Schritt: ein normales Röntgenbild, in dem man erkennen kann, dass keine Umrisse vorgemalt wurden, was ein Fälscher sicherlich getan hätte. Der nächste Schritt ist eine Infrarotfotografie, mit der das Alter der Pigmente bestimmt wird. Das Ergebnis? Die Malschichten sind tatsächlich 500 Jahre alt. Es bestehen keine Zweifel, ungeachtet aller möglichen Verschwörungstheorien, dass die echte Mona Lisa in den Louvre zurückgekehrt ist, wo sie noch heute hängt und besichtigt werden kann. Es wäre extrem schwierig, ein Bild so plausibel zu fälschen, dass ganze Generationen von Kunsthistorikern, die das Bild natürlich auch im Original studiert haben, dabei getäuscht werden. Als die Mona Lisa 1911 gestohlen wurde, war sie ein Gemälde. Heute ist sie eine der bedeutendsten Ikonen der Menschheit.